VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services. Ja, ganz herzliches Willkommen, liebe Medienvertreter, liebe Gäste unten im Sparkassenforum und im Fantreff zur PK. Schiedlich-friedliche Punkteteilung in diesem Flutlicht-Duell. Begrüße bei mir die beiden Trainer, Hansa-Coach Christian Brandt und unseren Cheftrainer Peter Vollmann. Und Christian Brandt hat das erste Wort. Bitte schön. Demir? Ja. Geht das? Gut. Ich denke, das war ein komplett gerechtes Ergebnis. Die erste Halbzeit ging an den VfR Aalen, da waren sie okay, da haben sie auch richtig Druck gemacht. Dann. Wir hatten da ein bisschen Probleme auch mit der Zuordnung und hat uns angemerkt im Spiel, dass wir ein, zwei Umstellungen hatten und das hatte so ein bisschen Unruhe gebracht. Das haben wir dann in der, so ab der 30. Minute besser im Griff. Und dann in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft dann so gespielt, wie ich mir Fußball vorstelle. Viel Ballbesitz, sehr dominant, gute Chancen herausgespielt. Und folgerichtig haben wir dann auch den Ausgleichstreffer gemacht. Und ich glaube, wir haben noch ein, zwei richtig große Möglichkeiten. Aalen hatte dann in der zweiten Halbzeit keine Torchance mehr. Und ja, klar, wenn man dann das zweite macht, ist gut. Aber wie gesagt, ich denke, die Punkteteilung geht in Ordnung. Dankeschön. Danke, Christian Brandt. Peter, siehst du es ähnlich? Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten? Ja, das, was der Kollege da vom Ergebnis her, ist absolut korrekt. Ich denke, in der Zeit, wo für uns ein besseres Ergebnis möglich war in der ersten Halbzeit, ja, da haben wir die Gunst der Stunde nicht genutzt. Wir sind früh in Führung gegangen, haben, glaube ich, auch dann noch ein, zwei ganz gute Möglichkeiten in der ersten Halbzeit gemacht, um vielleicht mit Ende in der Halbzeit mit einem besseren Ergebnis reinzugehen. Das war nicht der Fall. Und zweite Halbzeit haben wir den Einfluss auf das Spiel verloren. Die Folge, wie der Kollege richtig sagt, wenn man den verliert, den Einfluss aufs Spiel, ist immer ein Gegentor, egal ob durch Standard oder aus dem Spiel heraus, das war ja auch möglich. Und ich denke, nach dem 1-1 hat sich dann wieder vieles neutralisiert, weil natürlich, so denke ich zumindest, beide irgendwo gesehen haben, okay, Punkt ist heute Abend nicht schlecht. Und deswegen ist das vom Ergebnis her komplett richtig. Und die unterschiedlichen Halbzeiten, ja, wir waren, der Kollege war in der ersten Halbzeit sicherlich mit seiner Mannschaft nicht zufrieden, ich in der zweiten Halbzeit mit meiner Mannschaft zufrieden und so werden die Gewichte dann verteilt. Und dass wir in der ersten Halbzeit besser waren und Hansa in der zweiten Halbzeit. Und ich kann nur sagen, dass es völlig korrekt ist und ich mit dem Ergebnis auch nicht unzufrieden bin. Danke, Peter. Dann bitten wir um euer Handzeichen für die Fragen. Dann kommt das Mikro. Ja, vorne mussten Sie vielleicht dann der starken ersten Hälfte dann vielleicht ein bisschen in der zweiten an Tribut zahlen. Ja, das ist natürlich dann immer so eine Sache, die man dann immer so sagt, aber wenn man zum Beispiel jetzt ein Spiel in Regensburg gesehen hat, wo das Spiel, sagen wir, über 90 Minuten, auch bei Riesenhitze, da waren wir einfach im Endeffekt, sie spielen so ein bisschen auch wahrscheinlich auf die konditionelle Verfassung an, denke ich, dass wir sicherlich in der ersten Halbzeit etwas mehr gelaufen sind, aber ich glaube nicht, dass es dann eine Spielentscheidung war, sondern Rostock hat in der zweiten Halbzeit einfach aggressiver gespielt, hat die Räume besser verteilt, die Umstellung hat gewirkt und wir haben einfach nicht mehr so diesen Ball laufen lassen können, wie wir das in der ersten Halbzeit gemacht haben. Und am Ende spielt natürlich die Ausdauer vielleicht so die letzte Frische dann immer eine Rolle. Aber man hat es nach dem 1-1 hat sich aus meiner Sicht wieder neutralisiert und ich würde sagen, dass wir uns nicht verausgabt haben. Ich glaube, dass das so ein Spielverlauf war, der einfach auf die Gewichte der Halbzeiten zu legen sind. Wir erste Halbzeit besser, Gegner zweite Halbzeit besser. Dennoch bleibt das Gefühl, dass der VfR im Prinzip zwei Punkte verschenkt hat. Die erste Halbzeit habt ihr super gespielt und hättet eigentlich die Rostocker im Sack gehabt. Ja, wie Sie schon sagen, die erste Halbzeit haben wir super gespielt, aber das Spiel hat eben zwei Halbzeiten und insofern, wir hatten in der ersten Halbzeit vielleicht die Möglichkeit, ein Tor noch aus dieser Situation heraus zu machen, aber ich fühle mir, bei mir fühlt es sich nicht so an, wenn ich die zweite Halbzeit gesehen habe, dass wir jetzt zwei Punkte verloren haben. Also ich bleibe dabei, wir sind hier auch mit dem Punkt zufrieden, dafür haben wir auf anderen Plätzen vielleicht dann auch zwei mehr geholt. Insofern bin ich einfach froh, dass wir jetzt diesen Punkt haben, uns den letztendlich erwirtschaftet, erarbeitet haben. Und ich sage es nochmal, Ergebnis ist einfach korrekt und wenn das Ergebnis korrekt ist, kann ich mich nicht ärgern über verlorene Punkte. Nachfrage.
Es ist natürlich auch schwierig, über verlorene Punkte zu reden. Ihr seid Tabellenerster, zumindest für diesen einen Tag bis morgen. Wie fühlt sich das an? Wir wissen noch, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber mich interessiert, ob es noch weitere Fragen gibt. Das ist nicht so. Dann wünschen wir allen noch einen schönen Abend. Diejenigen, die noch ein bisschen feiern können, viel Spaß auf den Reichstädter Tagen. Unseren Gästen natürlich eine gute Heimfahrt und toi 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 für den weiteren Saisonverlauf. Wir sehen uns wieder am 20.09. hier gegen den Halleschen FC. Bis dahin. Servus. VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services.